Die letzte Möglichkeit, der Ausweglosigkeit zu entfliehen. Selbstmord. Ein Drama, das sich täglich wiederholt. In jeder Stadt, in jedem Land. Dort oben auf dem Dach des Gerling-Hochhauses steht ein junger Mann, den seine Freundin verlassen hat. Stefan, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Das ist viel zu weit weg. Komm, lass mal näher rangehen. Hier siehst du gar nichts. Komm. Die letzte Möglichkeit, der Ausweglosigkeit zu entfliehen, Selbstmord. Ein Drama, das sich täglich wiederholt. In jeder Stadt, in jedem Land. Dort oben auf dem Dach des Gerling-Hochhauses steht ein... Oh, Scheiße! Vorsicht! Thema Nummer 1 in dieser Woche waren die Probleme beim 1. FC Köln. Erst der Weggang von Torwart Bodo Ilgner und dann das frühe Pokal aus. Nach der Auswärtsschlappe in Stuttgart sprach mein Kollege Marco Rima mit dem Stürmerstar Toni Polster. In der Kabine herrscht Trauerstimmung. Dies ist die Atmosphäre einer verlorenen Schlacht. Die Luft ist erfüllt von einem schweren Duft. Es ist der Duft von Männern, die an einer großen Aufgabe gescheitert sind. Der Duft von Niedergeschlagenheit, der Duft von alten Socken. Toni Polster, ein rabenschwarzer Tag für Sie. Gutes Spiel gemacht, Elfmeter verschossen. Das ist sicher verdammt ärgerlich, aber als ich mir den Ball aufgelegt habe und angelaufen bin, wusste ich nicht mehr, welche Ecke ich schießen soll. Ja, das sah total lächerlich aus, ja? Aber letztendlich haben wir gemeinsam verloren. Ganze Mannschaft. Geht's durch. Heißt das, ihr wascht euch vom Schweiße der Niederlage rein? Wenn Sie das so sehen. Aber wir werden uns zusammensetzen müssen, reden über die Fehler und so. Ja. Toni, wie ist das eigentlich, wie kommt das an bei den Frauen, wenn ihr immer als Verlierer nach Hause kommt? Wir verlieren ja gar nicht jede Woche. Und außerdem, wenn wir Samstag die Bayern schlagen, dann schaut's wieder viel besser aus. Außerdem, ich fühle mich gar nicht so schlecht. Aha. Ich geh jetzt duschen. Ja, Toni, jetzt eine andere Frage. Auf den Elfmeter noch einmal zurückzukommen. Kann ich jetzt duschen? Alleine? Ja. Sicher. Das war unser... Dramatische Bilder gab es heute beim 7. internationalen Gewichtheber-Meeting in Koblenz. Zweimal scheiterte der Bulgare Risto Balakov bei dem Versuch, einen neuen Weltrekord im Halbschwergewicht aufzustellen. Versuch steht also noch aus. Wir halten Sie weiter auf dem Laufenden. Der Fußballclub Freiburger SC steckt in der Krise. Der Verein steht auf einem Abstiegsplatz und die formschwachen Stars sitzen auf der Bank. Deswegen greift Trainer Volker Finke jetzt hart durch. Hey Trainer, wie läuft's? Wie viel steht's denn eigentlich? Das ist ja zum Lachen, sag ich. Ja, du läufst am langsam hier. Da willst du wohl noch mal fragen dürfen. Mann hier. Jetzt ist es soweit, meine Damen und Herren. Wir schalten jetzt live rüber nach Koblenz. Trotz starker Bedenken des Turnierarztes tritt der Bulgare Balakov nun zu seinem letzten und entscheidenden Versuch an. Bundeskanzler Herr Dr. Kohl. Im Oktober werden Sie mit Ihrer Amtszeit Konrad Adenauer überrunden. Was viele Leute vergessen haben, vor Ihrer politischen Karriere haben Sie sich als Schlagersänger durchgeschlagen. Und Conny selbst war es, der Sie bei Ihrem ersten und einzigen Auftritt in Berlin für die CDU entdeckt hat. Wie war das damals? Ich habe ja nicht mit ihm sprechen können, weil ich vor dem Rathaus auf dem Rathausbalkon in Schöneberg stand und gerade ausgepfiffen wurde von der Menge. Ah ja. Wie hieß denn eigentlich Ihr größter Hit? Wenn du Hahn auf dem Kirchturm sein willst, will dich jeder Winter. Toll. Heute ein Evergreen. Nach Ihren wilden Jahren kamen Sie aber schließlich doch zur CDU.
Man sagt, Adenauer persönlich hätte sie zuerst einmal unter eine heiße Dusche gestellt. Warum das denn? Ich war ziemlich vergammelt. Dann kam auch für sie die Zeit der Liebe. Sie waren ja berühmt für ihre Taktik, erst fummeln, dann reden. Haben Sie damit nicht viele Frauen verschreckt? Ich habe mich umgeschaut und das weiß ich auch mit meiner manchmal sehr direkten, vielleicht zu direkten Art. Aber die meisten mögen es gerne. Ja, ich weiß. Als Anführer der sogenannten Busenkrapscherbande sind Sie ja bisweilen ziemlich, ich sage mal, weit gegangen. Gab es auch negative Reaktionen? Ja, dann war mir nicht den Tag Brüder bezogen. Aber das hat man hingenommen wie das Wetter, das war halt so. Ja, finde ich auch, Herr Dr. Kohl. Dann haben Sie ja schließlich Ihre Frau kennengelernt. Wie war denn das erste Mal mit Hannelore? Nachts spät, im Kanzleramt, waren wir ganz allein unten am Rhein und auf der Mauer gesessen. Es gab da sozusagen den ersten menschlichen, guten Kontakt. Ach, schön. Herr Dr. Kohl, Sie sind jetzt seit 14 Jahren Bundeskanzler. Ich sehe vor mir einen der mächtigsten Männer der Welt. Aber wie ist das bei Ihnen? Mit was würden Sie sich vergleichen, wenn Sie sich morgens nackt im Spiegel betrachten? Karamellpudding. Gibt es vielleicht noch ein Motto, das Sie den Bürgern draußen im Lande mit auf den Weg geben möchten? Leute, es muss mehr gesoffen werden. Ja, danke, Herr Bundeskanzler. Und Prost. Guten Abend. Mein Name tut nichts zur Sache und das ist passiert. Für seine hochschwangere Verlobte Beate hatte sich der 28-jährige Karosseriebauer Bernd Walter ein besonderes Geschenk ausgedacht. Einen Kurztrip in die Großstadt. Gleich am ersten Urlaubstag ziehen die beiden Bamberger los, gehen in ein großes Kinocenter. Vor dem Film will Bernd noch einmal kurz auf die Toilette, doch erkennt den Weg nicht genau. Passiert schildert die unglaublichen Vorgänge, die dieses junge Glück zu zerbrechen drohten. Obwohl es nur noch 3 Minuten bis zu Beginn des Films waren, musste der junge Mann seinen Dickkopf durchsetzen. Er will unbedingt auf die Toilette. Dann ist er spurlos verschwunden. Es war schon ein furchtbar komisches Gefühl, als er plötzlich nicht mehr da war. Ich wusste gar nicht, was ich machen sollte. Ich ging durch die Hölle. Kurz vor dem Film noch mal schnell aufs Klo. Um Zeit zu sparen, kriecht Bernd Walter sogar unter dieser Absperrung durch. Und er sagt noch, komm doch einfach eben mit, damit wir uns nicht verlieren. Und ich sag, ich kann da nicht rüber, ich zerreiß doch mein ganzes Zeug. Und da sagt er, da drüben muss irgendwo eine Toilette sein, da gehe ich jetzt hin. Und ich sag, da ist kein Klo, bitte bleib doch hier, bitte. Alleine macht er sich im riesigen Kinocenter auf die Suche nach der Toilette. Was dann geschieht, ist zunächst unklar. Als ihr Verlobter auch um 8:30 noch nicht zurück ist, informiert Beate die Polizei. Ja, wir haben schnell und verantwortungsvoll gehandelt und eine große Suchaktion gestartet, an der mehrere Hundeführer, Polizeihubschrauber und der Kinobesitzer selbst beteiligt waren. Erleichterung dann knappe 10 Minuten später. Wie die Aufnahmen der Überwachungskamera im Foyer beweisen, ist Bernd nicht direkt auf die Toilette gegangen, sondern hat sich auch noch schnell Zigaretten gezogen. Ich habe am ganzen Körper gezittert. Ich wusste einfach nicht mehr, was ich machen sollte. Ich war ganz durcheinander, aber jetzt habe ich ihn ja wieder, meinen lieben Schatz. Ein Nachtrag in eigener Sache. Beate hat ihrem Verlobten verziehen. Er musste versprechen, so etwas nie wieder zu tun. In 3 Wochen wollen die beiden heiraten. Nächste Woche in Passiert. Inzucht im Mutterleib, wenn Zwillinge sich zu sehr lieben. Digitales Fernsehen, meine Damen und Herren, alle reden davon, wir machen es wahr. Mit Hilfe dieser Digibox können Sie nun direkt in unser Programm eingreifen. Sie drücken hier auf den grünen Knopf, wenn Ihnen das Programm gefällt, oder aber auf den roten Knopf, wenn Ihnen das Programm nicht gefällt. Sehen Sie nun eine Deutschland-Premiere, das interaktive Wetter mit Dr. Jakob Kirschner und unserer Yvonne.
Hallo und willkommen beim Wetter. Ich bin Dr. Jakob Kirschner und präsentiere das Deutschlandwetter. Und ich bin Yvonne und habe für Sie das Reisewetter. Die Vorhersagen für Deutschland. Ein Tiefausläufer bringt kalte Meeresluft zu uns und sorgt für einen stürmisch-regnerischen Wochenbeginn. Doch dann klart es wieder auf, die Sonne kommt durch und bringt uns wohlig warme Temperaturen. Zur Wochenmitte aber zeigt sich dann der Herbst wieder von seiner kalten und unfreundlichen Seite. Nein, der Herbst wird natürlich schön, golden schön. Mit geradezu tropischen Temperaturen. Wir alle werden schwitzen. Ich wollte sagen, es wird zwar warm, aber nicht zu warm. Es wird nicht regnen und wenn, dann nur nachts. Fräulein Yvonne, das Reisewetter. Das Reisewetter. Rund ums Mittelmeer finden Sie ideale Bedingungen fürs Nachtbaden. Moment mal, ja, so haben wir nicht gewettet. Machen Sie sofort Ihre Bluse. Vielleicht hat er ja recht, ich mache den Knopf wieder zu. Ah! Nicht wieder auf. Das war's vom Wetter. Das war die Wochenschau mit den witzigsten Nachrichten der Welt. Wir sehen uns wieder am nächsten Samstag. Auf Wiedersehen und noch ein schönes Wochenende. Und jetzt gibt's die witzigsten Werbespots der Welt mit Fritz Egner. Tschüss. Also gut, wenn er sich umdreht, hast du gebraucht. Na, du Geldgeilerbock.